Hallo und herzlich willkommen im Wald zum Adventskalender. Da hinten steht der Turm und wir machen den zweiten Teil von meiner Windkraftanlagenbesichtigung. Hier neben mir seht ihr einen Streifen Wiese. Dieser Streifen Wiese, den filmen wir einmal kurz in voller Größe ab. Das ist auch was man auf den Karten bzw. den Bauplänen für freizuhaltende Fläche für eine Windkraftanlage als dauerhaft offen bleibend findet. Ja, aber hier ist zum Unterschied zu der leider gekiesten bzw. toten Fläche da hinten eben eine Wiese entstanden. Hier darf zwar kein Wald wachsen, also Bäume dürfen hier nicht sein. Die Fläche muss theoretisch befahrbar sein, kurzfristig mal eben drauf fahren, wenn ein Problem besteht. Ich glaube, damit man einen Kran aufstellen kann oder so. Aber die muss auf jeden Fall frei bleiben. Was sie nicht sein muss, ist so dicht verdichtet bzw. so stark verändert oder so geplaniert, dass da nichts drauf wachsen kann. Was da wachsen kann, ist dann eben eine veränderte Wiesenfläche. Ja, verändert in dem Sinne, dass durch die bisherige Befahrung dieser Fläche, die stattgefunden hat, der Boden ziemlich verdichtet sein dürfte. Und das führt dazu, dass bei den hohen Niederschlägen, die wir hier oben haben, dadurch ein sehr, sehr feuchtes Biotop hier entstanden ist. Der Großteil der Pflänzchen, die man hier schön mit Weiß bedeckt sehen kann, mit diesen Knubbelchen hier dran, das sind alles Binsen. Binsen sind ein ausgesprochener Wechselfeuchtezeiger. Wechselfeuchte, nicht nur Feuchte, also schon Feuchte, aber eben auch Wechselfeuchte, was bedeutet, dass wenn es eben viel regnet, dieses Gebiet hier komplett wassergesättigt ist. Ich laufe deswegen nicht rein, das sehe ich schon an der Vegetation. Ich hätte sofort nasse Füße und dann sehr kalte Füße. Ist kalt genug heute. Wir haben ziemlich genau -2 Grad, irgend sowas um den Dreh. Also so kalt nicht, aber ich bin halt noch nicht akklimatisiert. Und dementsprechend ist das keine gute Idee. Jetzt unterscheidet sich allerdings, und das ist jetzt anders als bei der Schotterpiste da hinten, diese Fläche jetzt halt massiv in der Artenzusammensetzung und in der biologischen Ausprägung sozusagen vom Wald dahinter. Während der Wald dahinter so ähnlich aussieht wie jedes Stück Wald hier in der näheren Umgebung, ist diese Wiese tatsächlich ein Sonderbiotop, wenn man so möchte, wo wirklich ganz andere Sachen wachsen. Und die erhöht nun wirklich deutlich die Biodiversität, die Artenvielfalt, die wir in diesem Wald erwarten dürfen. Die Sachen, die es hier drauf zu fressen gibt, sind durchaus sehr, sehr, sehr interessant für verschiedene Tiere, die sehr regelmäßig auf dieser Wiese vorbeischauen, um sich da einen Snack abzuholen, um da halt eben gemütlich grasen zu können. Und das weiß auch der da hinten sein Türmchen aufgestellt hat. Wo ist es denn? Ja, ihr könnt es wahrscheinlich besser sehen als ich. Ich habe nur ein kleines Display. Und da auch eine Kirrung, das ist dieser eine Baumstumpf, der da auf der Straße gefühlt steht, errichtet hat. Kirrung direkt am Weg bin ich kein Fan für, allerdings führt dieser Weg hier ja mitten ins Nirgendwo und da darf man auf jeden Fall mal ein Auge zudrücken. Das bedeutet allein schon die Tatsache, dass eben dieses gefundene Fressen für Schalenwild, Reh und Hirsch, wenn es hier Hirsch gibt, das weiß ich nicht, ob wir noch drin sind oder nicht im Rotwildgebiet. Wenn wir draußen sind, dann sind wir knapp draußen. Wenn wir noch drin sind, dann sind wir knapp noch drin. Wie auch immer, jedenfalls mindestens das Reh findet hier leckeres Futter und wenn es dann gerade nicht geschossen wird, dann kann es hier sich gut satt futtern. Und das hat dann auch wieder positive Effekte auf die Verjüngung des Waldes in der näheren Umgebung. Hat man genügend Wildäsungsflächen, zumindest so die Theorie, dann sollte der Verbissdruck an vorhandenen jungen Bäumchen und insbesondere an der jungen Tanne, die eben gut schmeckt, deutlich nachlassen und damit eben das Wachstum des verbliebenen Waldes, mit Ausnahme von dem, was halt jetzt logischerweise fehlt, weil da Windkraftanlage, ne? Also hier eine Kehrung, das da. Ja, und das sollte dann dementsprechend ein bisschen schneller bzw. besser ablaufen. Ja. Also hier dran ist wirklich jetzt wenig auszusetzen. Das ist auch kein Schaden in dem Sinn. Klar, ein paar Bäume weniger in einer Landschaft, die nur aus Bäumen besteht. Dafür andere Pflänzchen, mehr Artenvielfalt, mehr Lebensraum für vor allen Dingen auch Insekten oder andere Tiere, die es ein bisschen wärmer mögen, die gerne ein bisschen mehr Licht haben wollen als im dunklen Wald. Da kann man also
Man kann dran rumnörgeln, selbstverständlich kann man, aber ich sehe da wenig Notwendigkeit. So, kurzer Schnitt, wir gehen irgendwo, wo ich gut reinkomme, mal in den Wald und gucken uns an, wie das ausgesehen hat, bevor man eine Windkraftanlage gebaut hat. So, bitteschön, ich bin jetzt mal die nächste Rückegasse entlang gestapft. Die Tatsache, dass es hier, seht ihr da hinter mir, eine Rückegasse gibt, hat mit der Windkraftanlage rein gar nichts zu tun. Rückegassen waren schon vorher da, die liegen der Waldbewirtschaftung. Man könnte über so einem Boden auch überhaupt keine Windkraftanlagenteile transportieren oder das Ding irgendwie als Zufahrtsweg nutzen oder sonst was. Hat also überhaupt nichts damit zu tun. Der Teil des Waldes ist in unmittelbarer Umgebung der Windkraftanlage, aber von ihr überhaupt nicht beeinflusst. Wenn überhaupt, dann nur dadurch, dass vielleicht mal ein Piepsmatz von hier nach da drüben geflogen ist und dann Schredder, Schredder, Schredder. Ja, vielleicht waren es auch mal zwei. Aber die Zahl der Vögel, die in so einem Ding zu Tode kommen, steht halt in keinem Verhältnis zu toten Vögeln an Fensterscheiben, im Straßenverkehr, im sonstigen Verkehr, generell die Industrie oder Flächenverlust durch großflächige Landnutzung. Großflächige, viel Fläche verbrauchend. Nicht Windkraftanlagen, die verbrauchen eben nicht viel Fläche. Sie verbrauchen Fläche, ja, aber wie gesagt, jede andere Form der Energieerzeugung, absolut alles, braucht mehr Fläche. Ne? Selbst Wasserkraft, wenn man dafür einen Staudamm bauen muss und einen großen Stausee auftürmt. Okay, vielleicht, kommt drauf an. Wasserkraft, kommt drauf an. Moderne Windkraftanlagen, Hochleistungsdinger auf tollen Standorten brauchen weniger Platz. Wasserkraft braucht aber weniger Platz als zum Beispiel die alten Dinger, die hier jetzt noch rumstehen. Wenn man das pro Leistung rechnet und so weiter und so fort. Aber nimmt sich nicht viel. So, mal ein paar Schritte hier rein. Ich stehe hier in einer Mischung aus Moos und Heidelbeere. Heidelbeere gerade dabei, die letzten Blättchen noch zu verlieren. Ein paar sind noch dran. Man erkennt sie daran, dass sie etwas weiß sind. Und das ist tatsächlich der Bodenbelag, den wir hier auf dieser Höhe im Nordschwarzwald ausschließlich quasi überall in der näheren Umgebung, ja wirklich viele, viele Quadratkilometer hier um mich herum. Genau so sieht das hier überall aus, wenn ein bisschen, wohlbemerkt ein bisschen Licht auf den Boden fällt. Warum fällt hier ein bisschen Licht auf den Boden? Weil dieser große Moosklotz da eben der Stamm ist, der hier mal gestanden hat. Das war eine hiebsreife Tanne, die hat man dementsprechend auch gefällt. Gerade da sie direkt an der Rückegasse stand, wird sie mit hervorragender Qualität irgendwo verbaut worden sein, wo jetzt ein schönes Gebäude mit Tanne rumsteht. Ne? Und dafür wächst das Ganze nach. Wir haben eine große Vielfalt an Moosen, die man jetzt hier zwischen den Heidelbeeren finden könnte. Darunter, ich sehe es hier schon, dass dieses hier, ne, dachte es sei das Etagenmoos, ist es aber nicht, ist, ich glaube, Eichenmoos oder Buchenmoos, glaube ich. Ja, aber auch im Winter ist das nicht ganz so leicht zu bestimmen. Wenn es Sporenkapseln dran hat, ist es natürlich leichter. Aber Moos ist nicht mein Fachgebiet. Wenn das jemand besser weiß, korrigiert mich bitte und zitiert mich bitte nicht wiederum, wenn ihr es nicht besser wisst. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher, aber hier wollte ich jetzt mal raten. Anders als bei Pilzen kann durch Moos falsch bestimmen niemand ums Leben kommen. So, und da hinten sehen wir jetzt hinter mir direkt jede Menge Verjüngung unter vorhandener Oberbewuchs. Ne? Und das ist genau der Plan, den man hier erzielen will. Man macht einzelstammweise Nutzung. Also ich stehe hier ja quasi in einem kleinen Hieb. Und diese kleinen Hiebe macht man vereinzelt immer mal wieder da, wo man halt einen dicken, wo ist er? Da ist er. Einen dicken Baum hatte, den man hat fällen können. Und dadurch entsteht eine kleine Lichtinsel. Es kommt ein bisschen Licht auf den Boden. Und in unmittelbarer Umgebung unserer Lichtinsel wachsen die jungen Bäume unter dem Altbestand wieder hoch. Wenn der Altbestand dann wieder dicht genug, beziehungsweise dick genug geworden ist, dann sucht man da auch wieder einzelne dick genug Bäume raus, schneidet die raus. Dann entstehen wieder neue Lichtlöcher. Es gibt wieder neue Verjüngungsinseln wie diese hier. Und irgendwann haben wir dann statt dieser Stangenlandschaft
die momentan hier noch vorherrschend ist, wenn wir mal ein bisschen nach da hinten gucken, einen deutlich durchmischteren Wald, der oben jede Menge Altbestand hat, aber unten quasi fast auf der gesamten Fläche auch immer ein bisschen Verjüngung vorhanden ist. Das ist insbesondere in Nadelwäldern auch wirklich wichtig, dass wo es noch Nadelwälder gibt, die zukunftsfähig sind, das ist hier der Fall, muss man schon gucken, dass man diese dann aber nicht mehr in diesem einförmigen Stangenbestand bewirtschaftet, sondern bitte mit etwas mehr Struktur und vor allen Dingen immer mit Verjüngung unten drunter als Ausfallrisiko, wenn der Käfer kommt und hier alles auffrisst. In diesem Fall müsste es der krummzahnige Tannenborkenkäfer sein, der kommt und hier alles auffrisst, was in der Vergangenheit noch nie vorgekommen ist. Große Tannenvernichtungsapokalypsen gab es lediglich einmal durch den sauren Regen in den 80er Jahren. Da wurden die Tannen schwer geschädigt, aber bevor es zur Apokalypse kommen konnte, haben wir die Rauchgasentschwefelung erfunden und dann war es dann doch insgesamt letzten Endes nicht so schlimm. Wäre aber vermutlich ziemlich schlimm geworden, hätte man das nicht rechtzeitig eingeführt. Wie dem auch sei, im Regelfall sehen die Wälder hier, das war jetzt gerade ein besonders schönes Stück, so aus wie das, wo ich jetzt hier reinlaufe. Wir haben hier übrigens auch durchaus jede Menge Pilze, für Pilzliebhaber bin ich ja nicht. Und man kann recht weit gucken, man kann recht bequem durchstapfen, weil der Wald als solcher erstmal ziemlich dunkel ist. Und durch die hohe Dunkelheit kommt hier kaum Bodenvegetation hoch. Hier zum Beispiel die dicke Tanne da, die hat inzwischen auch einen roten Punkt. Roter Punkt ist die schwäbische Variante von rotem Strich. Roter Punkt spart Farbe, Farbe kostet auch Geld und die Schwaben haben ja bekanntlich keins, beziehungsweise sind bekanntlich sparsam. Und ja, die ist ready zum gefällt werden. Und das ist auch gut so, weil in dieser Dusterheit, die wir hier gerade haben, gibt es halt keine Verjüngung. Wenn man gegen die Dusterheit nichts macht, dann kommen hier auch keine jungen Bäumchen hinterher, beziehungsweise nur sehr wenige oder nur sehr punktuell, so wie da beispielsweise. Weil hier bereits ein Loch entstanden ist, da seht ihr's. Warum ist da ein Loch? Na, weil da auch ein dicker Stamm stand und wir sind halt in einem früheren Stadium von dem, was ich euch da drüben gerade gezeigt habe, befinden. So, das sollte mal so für einen groben Überblick reichen, wie die Wälder hier ausschauen. Tatsächlich ist das auch ziemlich repräsentativ, was ich euch hier jetzt gerade zeige. Ich stopfe mal weiter beim Erzählen. Fast jedes Waldgebiet hier oben. Ich würde sagen, 95% der gesamten Waldfläche hier oben sieht plus minus so aus, wie das, durch das ich hier jetzt durchstapfe. Ja, die vorherrschende Baumart ist tatsächlich die Weißtanne. Das ist eine Schwarzwälder Besonderheit, gibt es sonst nirgends in der Form. Aber so toll das auch ist für andere Gebiete Deutschlands, so normal ist das hier. Ja. Und einen kleinen Anteil, wirklich einen minimalen Flächenanteil, von diesem Waldgebiet, das ist riesig, das ist wirklich gigantisch groß, zu opfern, um 14 Windkraftanlagen 1,5 Hektar, von mir aus 0,6 oder 0,7 Hektar aufzustellen, reduziert die Waldfläche um 0,5% oder anders formuliert um 3,5 Hektar. Ja, und 3,5 Hektar, oh, hier wieder roter Punkt, ne, ist hier in dieser Landschaft wirklich nix. Ja. Das merkt keine Sau, das kannst du beim besten Willen nicht wahrnehmen, dass hier irgendwie ein bisschen Wald fehlen würde. Ja? Aber, das muss man natürlich dazu sagen, wir befinden uns hier auch in einer der waldreichsten Ecken Deutschlands und die Wälder sind zu einem Überfluss auch noch super produktiv. Und so schön die hier jetzt auch aussehen, gerade bei diesem Wetter jetzt momentan gerade und mit dem ganzen Moos und so weiter. Ich finde schon, dass das eine gewisse Ästhetik hat und ich denke, da bin ich nicht alleine mit. So stinknormal ist das hier und besonders naturnah. Ja, da kann man sich jetzt kloppen. Ne? Wir sind auf 900 Metern. Die Tanne gehört hier definitiv hin. Die Tanne ist hier die natürlich vorkommende Baumart. Und dementsprechend sind diese Tannenwälder mit überwiegend Tanne durchaus das, was hier natürlicherweise rumstehen würde. Wir haben hier also nicht mit einem Kunstforst zu tun. Also ja, es ist ein Forst, aber er ist erheblich näher dran, trotz ausschließlich Nadelbäume, an der natürlichen Vegetation, die wir hier oben von alleine hätten, als das fast überall sonst der Fall ist. Ne? Und das macht das hier noch mal ein bisschen interessant, weil man hier tatsächlich
wenn es auch ein riesiges Gebiet ist und die paar 0, irgendwas Prozent an Waldfläche, die man jetzt hier quasi der Windkraft geopfert hat, wirklich nicht ins Gewicht fallen. Aber das ist hier schon ein wertvoller, weil naturnaher Wald, der Windkraft geopfert worden ist. Ja, also man hat, das ist also jetzt nicht ein Vorzeigebeispiel, wo man jetzt sagen müsste, okay, der Wald ist so scheiße, da kannst du ruhig Windkraft stattdessen hinstellen, auf den Rotz kommt es nicht an, sondern es ist schon wirklich ein schöner, guter, naturnaher Wald, auf den man hier verzichtet hat. So gesehen tut es schon ein Stück weit weh, Windkraft errichtet zu haben, beziehungsweise wenn jetzt ein Projekt wäre, dass man hier neue Windkraftanlagen oder mehr Windkraftanlagen hinstellen wollen würde, dann wäre da eine gewisse, ich sag mal, Gegenbewegung aus der Bevölkerung, die sagt, die Wälder hier sind zu wertvoll, da kann man keine Windkraft stattdessen hinstellen, die hätte ein Stück weit recht. Ja? Allerdings, wie gesagt, die Größenverhältnisse. Diesen Wald gibt es hier halt wirklich überall. Lauf irgendwo von der Kuhweide runter und du bist in so einem Wald. Wirklich weit und breit. Das Einzige, was das unterbricht, ist, dass du dann irgendwann ins Tal kullerst. Und auf der anderen Seite geht es wieder hoch und dann geht es mit solchen Wäldern weiter. Die sind dann etwas niedriger. Das ist schon eine der höheren Ecken des Nordschwarzwalds definitiv. Und wo es dann wieder etwas niedriger ist, würde sich die Windkraft aber auch weniger lohnen, weil es halt niedriger ist, weil halt weniger Wind und so weiter und so fort. Ne? Übrigens, das hier unten muss ich auch noch kurz zeigen. Habt ihr hoffentlich gesehen, jede Menge Sternchen am Boden. Das sind Jungtannen. Also die Tannenverjüngungssituation hier in unserem Nordschwarzwald ist wirklich sensationell. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern, dass hier irgendwie es an Tannen fehlen würde. Und sie verjüngen sich sofort, sobald irgendwo eine Lücke entsteht, sobald freier Boden aufkommt, sind gleich die Jungtannen sofort zur Stelle. Es sind sogar so viele, dass ich gar nicht vermeiden kann, drauf zu treten, solange ich hier über die Rückegasse laufe. Und spätestens das ist sogar erlaubt. Und ja, dementsprechend, du hast keine Chance. Es ist einfach übervoll alles mit Tanne. Ganz, ganz toll, wirklich alles bestens hier in diesem Wäldchen. Aber die Artenvielfalt, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ist mau. Ne? Wir haben zumindest im Abseits des Sommers, da gibt es vielleicht noch ein paar mehr Pflanzen, aber auch nur so viel. Und vor allen Dingen abseits des Frühlings, da mag es dann nochmal so viel mehr Pflanzen geben. Aber sonst ist die Artenvielfalt wirklich sehr, sehr überschaubar. Diese immergrünen Nadelwälder, vor allen Dingen immergrün. Es fehlt eine kahle Phase im Frühjahr, wie sie im Buchenwald gibt, ja, wo dann jede Menge Frühjahrsblüher da sein können. Die gibt es hier nicht. Im Frühjahr ist hier genauso dunkel wie jetzt. Oder ja, im Sommer ist auch genauso dunkel wie jetzt. Dadurch sind einfach spezialisierte Pflanzen, die in dieser ständigen Düsternis überleben können, rar gesät. Ja, also neben den Bäumen hast du hier vielleicht noch, wenn es hochkommt, in dem gesamten Gebiet noch 20, 25 weitere Nicht-Holzpflanzen, die unter den Bäumen vorkommen. Und die sind quasi über die gesamte Fläche verteilt, entweder überall nicht da oder überall da. Es ist eine sehr homogene Landschaft, dieses Waldbild. Und darum kann eben die gezeigte Feuchtwiese mit den Binsen drauf eine deutliche Steigerung der Artenvielfalt und auch die Kiefern hinterm Rotor, ne, hinter der Windkraftanlage als solche, eine deutliche Steigerung der Biodiversität so einer Landschaft bedeuten. Ne? Abgesehen von den Moosen, die sind tatsächlich biodivers, aber das sind sie in jedem Fall. Da kann auch die Windkraftanlage nichts dran ändern und Moose sind im Grunde immer da. Da muss man auch wenig für tun. Die kriegt man, sobald die Feuchtigkeit ausreicht. Reicht die Feuchtigkeit in einem Nadelwald aus, ist er unten halt überall grün. Reicht die Feuchtigkeit nicht aus, ist er unten nicht überall grün. So simpel ist das im Grunde auch schon. Ja. Ja, und damit muss ich sagen, habe ich es eigentlich für heute auch schon. Wir haben also einen durchaus naturnahen, aber artenarmen Tannenwald mit ein bisschen Fichte
geopfert, ein kleines Stück davon, um stattdessen Windkraftanlagen hier hinzustellen. Und wie man das jetzt bewertet, ob man jetzt sagt, nein, das ist zu viel des Opfers oder ja, das ist es wert, das kann ich nicht vorgeben. Das kann ich nichts zu sagen, das muss dann schon jeder selber wissen. Aber waldökologisch hält sich der Schaden in Grenzen. Wenn auch, das möchte ich nochmal betonen, diese Rangierfläche vor der Anlage tatsächlich totes Land, also fast totes Land quasi ist. Ja? Und das tut schon ein bisschen weh, ich verstehe es, ich kann es, ich fühle das, Bro. Ja, aber so viel dazu. Ne? Also, damit wünsche ich euch einen weiteren schönen Tag in der Adventszeit. Und ja, ich sag's lieber mal Adventszeit. Nachher klingt das zu arrogant, wenn ich dann von der Adventszeit rede. Und bis morgen. Ne? Macht's gut. Und ich habe verdammt kalte Füße jetzt. Freue mich auf Kfz mit Heizung. Hin und wieder so ein Kfz dann doch ganz praktisch. Ach ja. Das ist ja das Dilemma. Das ist es ja. Das ist das große Dilemma. Die Dinger sind halt praktisch. Aber böse. Na, schwierig. Tschüss. Bis morgen.